Moin 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 lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zum Qualifying in Australien und der Virus ist auch da. Hallöchen Puppöchens! So, dann wollen wir nochmal eben schnell ins Setup reingucken. Ach nein, der Peres ist auch gerade raus! Wacken, wacken. Backen, backen. Los, Einführungsrunde. Kann ich mir ein bisschen Abstand lassen von denen, damit ich... So, und ich habe wieder meinen magischen Finger. Wann drückt sich dann im Silberpfeil. Es kann doch nur immer besser werden. Och nö, ich habe gerade die Pinken vor mir vorbeifahren sehen. Paulchen singt schon wieder. Hat wenigstens ein gutes, kann man sagen, Paulchen Panther, ne? So. Da wurde der Hamilton ausgeblendet. Ey, what? Nein, vor mir ist ein Red Bull. Was meinst du, wie das den Red Bull auf den Sack geht, wenn ein anderes Auto, wo Red Bull draufsteht, die schlägt? Wollen wir auf Standard runtersetzen? Ah, ich habe Platz nach vorne, sehr schön. Ja, ich auch, ich auch. Falls ihr selber mal sowas vorhabt zu machen, immer dran denken im Qualifying, wenn ihr ein kurzes Qualifying fahrt, vor euch viel Platz zu lassen, damit ihr wenigstens schön Gas geben könnt. Ist noch von Vorteil. Ja, weil sonst müsst ihr noch überholen oder kreucht und fleucht hinter dem her und riecht euch nur auf und versaut euch eure ganze Zeit oder wahrscheinlich auch das Auto. Ah, hier ein bisschen zu früh. Also nach der Schmuttbringe zu urteilen, muss das nach einer gewerteten Runde hier durch sein, sonst muss man erst wieder nachtanken. Ei, nee. Ja, ich habe jetzt gerade nutzen können, um das wieder zurückgängig machen, ne? Wegen einstellen. Ach, jetzt habe ich vor mir auch noch einen. Und hinter mir? Der Silberpfeil! Oh, hinter dir hast du auch einen. Komm! Ah, der dürfte auf der Geraden ein bisschen schneller sein wie du. Ein bisschen ist gut. Schön unten raus beschleunigen und gib ihm. Ein Grosjean von mir. Okay, du musst an die Box, bevor dir das Benzin ausgeht. Box, ja, ich mach. Jeff, bitte halt mal. Oh, Sergio Perez hat... Nein! Noch mal, warum dreht's mich denn? Ist das eine Scheiße, Mann! Ah, diese Scheißkurve vom Ziel hat's mich dann, diese scharfe Kurve und tschüss, ey. Ah, die ist echt heftig. Die Zeit ist voll für den Arsch, ey. Ach nee, die Hemmelwurst schon wieder. Los, Eriksen, jetzt hab ich dich schon wieder vor mir. Gib Gas. Versau dem netten Onkel nicht seine Zeit, ja? Du bist kein Onkel. In dem Punkt bist du auch nur. Buja, Cabillo. Nein, nein. Boxenstopp. Ja, da hat man wahrscheinlich gerade gesehen, was für einen Tunnelblick ich da drauf kriege, wenn ich mich so auf die Strecke konzentriere. Kacke. Sieht bestimmt lustig aus. Oh. Also voll das Déjà-vu. Eben hatte ich Eriksen vor mir beim Training und jetzt habe ich ihn im Qualifying auch noch vor mir. Oh, Eriksen. Oh. Holla, die Waldfee. Schreck.
Was macht eigentlich mein Teamkollege? Der ist noch gar nicht rausgefahren. Oh, geht doch. Na guck. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Muss ich sowieso, mir geht der Sprit alle. Ja, das ist immer so das Problem, wohl. Jo, jetzt Feierabend. Flügelschaden reparieren. Das ist doof, dass mit Steuerkreuz jedes Mal, wenn du drückst, landet bei mir das Ding immer ganz unten. Okay. Das ist irgendwie doof gemacht da, keine Ahnung. Ja, mit dem Pinöppel wäre besser gewesen, wenn man das mit dem rechten Pinöppel machen könnte, aber naja. Ja, da. Unterwegs konnte ich mir den dritten Platz ergöttern. Ui. Damit hatte ich ja nicht erreicht, aber okay. Okay, okay. Ja, ich den Hamilton. Den Hamilton. Von mir. Ja, lass da mich auch mal meine Zeitenkonsole. Oh, ich habe immer das Glück, dass ich genau reinkomme und mein Kollege genau hinter mir ist. Gucken, was hat er denn? Platz 10 mal wieder. Nee. Quer, das muss besser werden. Oh, das kann dauern. Ja. Au! Oh, Perez auf 6, guck an. Aber ich auf Luft vor mir und hinter mir noch, also. Und sind doch nicht viele draußen, das wundert mich jetzt aber. Ja, nein. Aber es müssen auch noch einige fahren, sehe ich gerade. Ricciardo muss noch. Ich habe die beste Zeit von allen. Plus 55. Vettel muss auch noch. Bottas muss auch noch. Aye. Da wird es da vorne noch mal eng. Wenn Vettel dann noch mal eine gute Zeit raushaut. Aye, aye, aye. Und dann Bottas. Gucken, wem schauen wir denn gerade mal zu? Ach, gucken wir mal. Ah, ne, Pinky fährt gerade rein, ne? Ja, oh, der Wehrlein habe ich jetzt die Dings versaut. Ja, hier sieht man's. Virus im pinken Overall. Was haben die da drauf? Eine Cola-Dose? Guck an. So, dann haben wir hier Kevin Magnussen. Der Valtteri ist draußen. Aber ich will dem Vettel zugucken. Ach, der Vettel ist noch drin, ne? Warum das? No, ladies and gentlemen, this Mamba number 5. Weil ich glaube nämlich, dass die Ferrari uns ganz schön noch da die Dings versauen können. Yeah. Ja. Ja. Jetzt haben wir ja die, die großen Vorzüge, möchte man meinen, gegen Ferrari antreten zu dürfen. Ich glaube, das ist gut, ist was anderes. Aber ey, ja. Lassen wir das mal so stehen. Also Vettel müsste jetzt mal langsam rausfahren, sonst wird's kritisch für den. Also noch mit 1,28. F6 noch, Mann! Der hätte nicht viel zum Hamilton 100. Mutti. Perez ist auf 6. Eine Minute. 28,6. Eieieiei. Das ändert sich gleich eh noch alles nochmal, je nachdem, wo Bottas rauskommt jetzt gleich. Bottas, okay. Vettel. Von Bottas und Vettel habe ich noch so ein bisschen Schiss. Wo hat sich der Raikönner denn hingesetzt? Ich glaube, ja. Hui! Oh. Aber Schreck ist leer. Komisch, ne? Ricardo! Ich glaube nicht, dass er uns gefällig wird. Hoffentlich. Ich hoffe es. Oh, Bottas ist Vierter. Alles klar. Hast du Schwein gehabt. Boah, Alter. Ein Hundertstel. Genau ein Hundertstel. Genau auf den Punkt. Was Scheiße. Ey, oh. Was macht Vettel? Da ist er unterwegs. Ja, gucken wir doch mal. Boah, ich hab's Popcorn nicht dabei. Scheiße. Das ist spannender als die Augen zu brechen. Aha.
Oh, jetzt sind 18 Autos draußen. Jetzt, ja, wir zwei haben unser Dings ja im Sack, so nach dem Motto. Ja. Und Sprit leer. Komm schon, Vettelchen. Hauptsache vor Mercedes, aber das ist mir egal. Ich hab da bei Ferrari gerade, bei Vettel jetzt gerade ganz übel. Mir flattert alles gerade, lol. Bin ja also, Ferrari-Fan und Vettel-Fan so, ne? Aber das ist gerade wie der Gefährt, das gefällt mir nicht. Ich bin da so gerade. Warten wir mal ab. War das jetzt Einführungsrunde von Vettel, ja, ne? Genau. Lange zugucken. Alonso? Ja, Alonso fährt auch gerade auf Ziel gerade. Nee, lange zugucken brauchst du eh nicht. Es sind nur noch 50 Sekunden und dann wird das Ergebnis ja automatisch angezeigt. Ja, Gott sei Dank. Hamilton fährt jetzt auch wieder auf die Zielgerade. Oh, Hamilton. Na, Hamilton hat sich nicht verbessert, so wie ich die Sache sehe. Falls dir das Übersteuern zu schaffen macht, fahr an die Box und wir prüfen die Einstellungen. Übersteuern bedeutet, dass die hinteren... Oh, das sieht gut aus beim Vettel. Oh, oh. Raikkonen, da haben wir einen Raikkonen. Das wird hart. Oje, oje, oje. Ja, guck mal, der Raikkonen hängt jetzt hinter dem. Ich glaube, da ein Teamkollegen ist. Okay, ja. So. Ah, ich hab's doch gewusst. Beide Ferrari haben sich noch vorher vor euch gedrückt, ey. Oh, Scheiße, ey. Ich krieg die Krise jetzt. Ich muss mit einem verkleinerten Scheiß Toro Rosso mit so einem Scheißkarre, muss ich gegen die da vorne. Oh, nö. So, ja, Leute. Mein Teamkollege gelandet. Erstmal gucken. Auch auf 14. Oh, wo ist deiner? Das ist Neunter. Neunter. Na gut, geht ja noch. Na gut, meine Freunde. Virus wollte abmoderieren, dann soll er das machen. Ja, eigentlich wollte ich nur sagen, ja, das war kurz spannend. Sehen wir, wie es im Rennen weitergeht. Kurz und knappig. Ich würde sagen, ciao mit V, euer Virus und... Ja, Camillus auch raus. Bis denn.